Guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Wir haben heute Sonntag, Tag des Herren. Und heute nehme ich euch mal wieder mit auf ein Food Diary. So, wir haben kurz nach sechs, wir haben gut geschlafen und ich starte in den Tag mit einem schwarzen Kaffee. Espresso. Auf unserer Barista-Sage. Aus meiner Vizemeistertasse. Ein normaler Espresso ist das, doppelt aufgebrüht, mit heißem Wasser aufgefüllt. Und den lassen wir jetzt schmecken. Ja, und dann heute Nachmittag hat die Mama schon vorbereitet. Da hat sie schon Erdnusshähnchen gemacht. Jetzt gibt es mit Reis. Ich wollte mal kurz gucken, wo der Etty ist. Ist ja wieder am Kravenzern. Ja, egal. Gleich geben wir auch wiegen. Das hatte ich ja vergessen beim letzten Mal. Nehme ich euch mit. So starten wir in den Tag. Und ich lasse jetzt gleich einen Kaffee schmecken, weil ich den Etty gefunden habe. So, es ist soweit. Ich hole mal meine Liste raus. Ich habe ja gesagt, ich gehe heute wiegen mit euch. Das letzte Mal gewogen habe ich mich am 31.05. Heute haben wir den 11.06. Ich hänge ein bisschen hinterher. Beim letzten Mal war es 97,9. Ich bin gespannt, wie viel wir jetzt drauf haben. Jetzt der Etty ist aufgeregt. Ich lege mal den Kuli weg, um 5 Gramm zu vermeiden. Ja, ich würde sagen 97,7. Ich sage immer, ein bisschen weniger ist besser als viel mehr. Ich sehe aus wie eine Sau. Ich bin auch voll gekleckert von gestern. Da hat die Livia abends was gegessen und da habe ich jetzt auch hier ein paar Reste von den gematschten Salzstangen auf der Brust. So, ja, bin ich zufrieden mit, kann ich gut mit leben und jetzt mache ich mir mal gleich den Frühstücksshake. Ich höre schon, wie sie da am Machen und am Rödeln ist. Der Etty ist am Bellen, weil er Geräusche hört aus dem Bad. Geh mal ganz kurz und entspanne die Situation. So, die Mama hat gefrühstückt gemacht. Die habe ich gestern offen gemacht, die andere Hälfte. Und zwar gibt es jetzt hier wieder lustigen Juice. Heute mit Gras. Was für ein Buchweizengras ist das, ne? Nein. Was denn? Nur Weizengras, ohne Buch. Ohne Buch. Ohne Buchstaben. Ein iPad-Weizengras, kein Buch. Etty will auch Shake. Etty kann schon mal Staub saugen. Was hältst du davon? Ansonsten sind da Früchte drin, Datteln, Bananen, Leinsamen, Paranüsse, Wasser und 3 Haare von der Mama. Gefilterte Wasser. Also Wasser, keine Haare. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und ich habe mir gerade schon Frühstück gemacht. Wo ist es? Da. Das nehmen wir für unterwegs mit, damit, wenn ich die Verhungerung kriege, sind das 6 Scheiben von Mamas selbstgebackenen Roggenbrot, Maiskölbchen. Den ganzen Tag ist er am Backen, jeden Tag. Am Backen, am Filtern. Ja. Mama ist der Shaker. Das nehmen wir mit für unterwegs, lassen wir uns schmecken. Und dann haben wir für heute Nachmittag zum Glück schon vorgekocht, hat die Mama gemacht. Ich koche dann den Reis. So, jetzt gibt es mein Frühstück. Hatte ich euch schon erzählt, war gezeigt. Das sind jetzt die Schnitten mit dem neuen Aufstrich. Da ist ein bisschen Ketchup und Eisalz drauf. Und dazu gibt es ungefähr 8 bis 10 Maiskolbchen. Das ist unsere kleine Zwischenmahlzeit für unterwegs. Wir waren ja auf dem Weg nach Lendava, mussten dann feststellen, dass die zu haben. Und jetzt fahren wir nach Salaeggersack einkaufen. So, von den Broten habe ich jetzt nur 3 gegessen, also knapp die Hälfte. Und jetzt bereite ich gerade das Mittagessen vor, beziehungsweise ich mache es nur warm. Die Mama hat ja gekocht, die hat ja gestern schon vorgekocht. Und es gibt heute hier den Reis, habe ich gerade aufgesetzt mit Salz, das ist Basmati-Reis. Den essen wir am liebsten. Hier ist das Erdnusshähnchen von der Mama. Das wollen wir nur warm machen.
Und ja, das gibt es heute zum Mittagessen. Da hinten haben wir Gyros ein bisschen in der Pfanne. Ja, das esse ich vielleicht dabei oder heute Abend als Wrap. Muss ich mal schauen. Ja. Alles zu seiner Zeit. Genau. Nachher gibt es dann noch ein bisschen Obst vielleicht und ein Käffchen trinken wir danach. Und dann werden wir heute nur verräumen. Wir haben schon 15 Uhr gleich. Genau 15 Uhr. Und dann werden wir mal gucken, was wir heute noch kulinarisch jetzt auf die Zähne kriegen. Aber erstmal mache ich das jetzt warm. Wie gesagt, da war die Mama ja so klug und hat das vorbereitet. Und ich zeige euch gleich einfach, wie das auf dem Teller aussieht. So sieht es jetzt aus. Da ist jetzt der Reis mit dem Erdnussfädchen. Das ist für Livia hier. Riesenreisberg. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und genießen dabei draußen das schöne Wetter. Nämlich der Regen hat sich verzogen und die Sonne scheint, der Himmel lacht. Das schmeckt so alles viel besser. Ja, so genießen wir jetzt unser Mittagessen. Nach dem Essen sollst du schmausen. So, jetzt gibt es ein Käffchen danach. Den hat der Kalle mir gemacht. Schwatz. Mit, ist ein einfacher Espresso, doppelt aufgebrüht, mit heißem Wasser aufgefüllt. Ja, den lassen wir jetzt gemütlich schmecken. Ich werde aber mein Höschen ausziehen, weil ich habe die lange Hose noch. Das ist echt warm. Das Wetter ist echt toll geworden. Und dann werden wir mal gucken, was der Tag noch so Schönes bringt. So, jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Ich habe ein paar Nüsse geholt. Und ja, haben wir heute frische geholt. Die alten waren ein bisschen muffig geworden. So frisch, da schmecken sie einfach am besten. Ja, ich knack sie mir jetzt hier eben in der Hängematte. Jetzt kommt schon die Fresse an. Jetzt hier hat Erdnuss gerochen. Ja, Eti, du kriegst auch einen zweit. Lass mich mal in Ruhe knacken, mein Freund. Und dann auf die geilen Erdnüsse. Die haben wir jetzt hier wieder gejuiced. Weißt du, jetzt alles drin heute? Ich heute tippe ist auf gut. Heute ist Limette, Apfel, Sellerie, Kurkuma, Ingwer. Ingwer. Ich habe meine in der Klasse gehabt, Ingwer, der ist Ingwer. Und? Ja. Eigentlich ja. Sind die Shakes, also Juices eigentlich mittlerweile alle gut. Außer ist rote Beete drin. Rote Beete ist so wirklich so. Schmeckt wirklich so herbe nach, weiß ich nicht, Arsch würde ich sagen, aber ich habe noch nie Arsch probiert. Nein. Ja, war echt gut. Da war ein Apfel mit drin heute. Lecker Schmecker. Naja, aber so, jetzt gibt es den letzten Abendsnack. Ich bin gerade dabei, ein Affenkotelett zu schmausen. Und ich darf den Rest von den geilen Curry. Dann lass uns das doch teilen. Teilen, das ist nur so ein. Dann isst du das doch, dann mache ich mir ein Brot. Doch, ich habe, genau, ich mache mal eine Nudelsuppe und ein Brot. Ich mache mal gleich von dem selbstgemachten geilen Brot mit, ja, geht ja nicht, mit Trüffelpaste. Ne, keine Trüffel. Deine Trüffel möchte ich nicht. Das ist doof. Ich weiß. Aber deswegen liebst du mich auch umso mehr. Ja, ich mache mir jetzt gleich Brot und eine Nudelsuppe. Wie spät haben wir das eigentlich? Nur echt zeitig, ne? Ja, 20 vor 7. Das lasse ich mir jetzt schmecken gleich. Und dann denke ich mal, ist es das gewesen für heute. Hier die Fressfeinde. Achso, und schon wieder. Er freut sich. Er weiß genau, er kriegt ja einen Stück Banane ab. Hm, da ist er. Ja, was wir morgen essen, wissen wir noch nicht, da das heute alle geworden ist. Aber besser so als andersrum. Mal gucken, wir werden irgendwas finden. Mac and Cheese oder Miracoli. Wir haben ja genug zur Auswahl da. Ich werde euch mitnehmen. Das Wiegen war auch sehr erfreulich, wieder abgenommen. Und wie viel hast du 400 Gramm weniger oder 300 Gramm weniger. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß. Du achtest auch nicht auf meine Linie. Das sehe ich gar nicht. Guck dich nie so. Immer dunkel, wenn du mich anguckst. Nein. Ja. An dieser Stelle danke fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch morgen oder heute Abend im Daily Vlog begrüßen darf. Jetzt wird aber reingehauen. Der Eti, der speichelt mir gleich schon die Füße voll, weil ich die Bananen nicht aufesse. Er kriegt immer das letzte Stück. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.